Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu CSS. So, heute geht's weiter mit Positionierungssachen hoch und runter und diesmal nicht mit dem Position-Attribut, sondern mit Float. Und ja, Float ist ziemlich nützlich. Ich habe hier übrigens mal ein bisschen was verändert, damit man es lesen kann. Vor allem der Text ist nachher wichtig. Wir haben hier ein Lorem Ipsum stehen und das ist Div 2, das grüne hier. Das hat eine Höhe von 500 Pixel oder sowas. Und das hier ist Div 1 und ja. Was dann passiert mit Float, werden wir gleich sehen. Also, Float, Doppelpunkt, Left. Okay, was wir jetzt hier haben, ist, wir umfließen dieses Div hier. Das kennt ihr wahrscheinlich aus irgendwelchen Word-Anwendungen oder sowas. Wenn ihr ein Bild einfügt, dann kann man den Text drumherum fließen lassen. Und genau das ist hier passiert. Wir umfließen diesen kompletten Bereich hier, also dieses Div, mit diesem Lorem Ipsum-Text. Wenn der länger wäre, würde er hier unten einfach ganz normal weitergehen. Okay, sehr nützlich und ja, kann man häufig für solche Brotkrumb-Navigationen auf der linken Seite oder auch rechts oder sowas benutzen. Wie gesagt, man braucht es echt häufig, rechts eine Werbung, links irgendeine Navigationsleiste und so weiter und so fort. Wirklich ziemlich cool. Wenn man aber zum Beispiel jetzt hier oben dieses Lorem Ipsum dann nicht haben möchte, sondern erst unten drunter wieder anfangen möchte, dann würde ich hier auf keinen Fall irgendwie mit einem Abstand arbeiten, sondern ich würde mit Clear arbeiten. Und das muss dann allerdings in dieses Div hier unten, welches berücksichtigen muss. Also dieses grüne Div soll ja hier oben den Platz lassen. Deswegen kommt es auch hier unten in dieses Div 2 rein. Clear, Doppelpunkt, Left. So, und jetzt passen wir hier auf, dass wir nicht so weit hochgehen und fangen erst hier unten an mit dem ganzen Bereich. Und sehr nützlich das Ganze, genau. Okay, was passiert jetzt folgendermaßen, wenn ich hier mein Link größer mache, zum Beispiel die Höhe auf 200 Pixel stelle, dann sieht das Ganze so aus. Das war aber eigentlich auch nicht das, was ich zeigen wollte. Ich wollte euch zeigen, was passiert, wenn man den Float dann da reinsetzt. So, wir setzen hier in den Link ein Float nach rechts rein, weil wir den auf der rechten Seite gerne hätten. So, und jetzt haben wir ein Riesenproblem. Jetzt haben wir hier dieses komische, also dieses Div, das ist noch da. Also das hier, das Graue, das nur noch aus Border besteht, das ist das Div oder der Bereich. Und hier haben wir einen komischen Button in Grün, wo zu mir drauf steht. Das führt genau auf diese Seite wieder. Und wie wir sehen können, passt sich dieser Bereich nicht der Größe von unserem Button hier an. Das ist sozusagen ein Button. Was man da machen kann, ist ein Overflow Auto. Denn hier findet ein Overflow statt, so heißt das Ganze, weil wir sehen ja hier, dass dieses Button oder dieser Link, der überfließt hier diese Kanten von unserem Div. Und was man dagegen tun kann, ist wie gesagt Overflow Auto. Das zeige ich euch, indem wir hier dann hier oben in den Div 1 fügen wir einfach Overflow Doppelpunkt Auto rein. So, und was das jetzt macht, ist, wir passen automatisch die Höhe von unserem Div an. Und zwar an das höchste bzw. das breiteste Element. Und so wird es dann automatisch vergrößert, auch wenn wir hier vielleicht in unserem Div eine andere Höhe gesetzt haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die Höhe auf 20 Pixel setze, dann haben wir hier eine Scrollbar an der Seite. Und damit können wir dann hier drin scrollen. Also wirklich eine Scrollbar innerhalb der Div, ohne dass wir irgendwas dafür gemacht haben, nur durch dieses Overflow Auto. Ansonsten wird es, wie gesagt, einfach rausragen. Okay, bei Overflow hat man noch mehr Möglichkeiten. Man kann nämlich auch einfach sagen Hidden. Das ist allerdings ziemlich gemein, zumindest teilweise. Allerdings hier gerade nicht, weil wir hier noch nicht irgendwie eine Höhe eingegeben haben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier die Höhe 50 Pixel eingeben, dann wird einfach der Rest abgeschnitten. Ganz knallhart, hier ist Sense und wir gehen nicht weiter. Wenn wir hier einen Scroll einstellen, dann ist genau das, was gerade passiert ist. Dann kriegen wir hier eben eine Scrollleiste rein. Und bei Visible kriegen wir hier ein zu großes Feld halt rein. Okay, aber es versucht immer mit Auto das Beste zu finden, was irgendwie geht. Und deswegen finde ich diesen Overflow Auto eigentlich am sinnvollsten.
Okay, machen wir das hier wieder raus. Das brauchen wir nicht. Ach so, falls ihr irgendwie euch fragt, wieso jetzt dieses komplette Div hier nicht rübergerutscht ist auf die rechte Seite von unserem Bildschirm, das liegt daran, dass wir den Link floaten lassen haben und nicht das Div selbst. Wenn wir den Div floaten lassen nach rechts, dann sieht das so aus. Float right. Hier unten, der Link floatet jetzt nicht mehr. Jetzt floatet wieder der Div. Also der Bereich hier oben. Und das sieht dann so aus, dann setzen wir den an die rechte Seite und der Link ist plötzlich hier wieder auf der linken Seite zu sehen. Okay, und hier ist natürlich dann auch wieder der Text, der umfließt dann hier alles wieder. Sehr schön. Was ist jetzt also das Problem hierbei? Relativ häufig, wir müssen vorsichtig sein mit dem Floaten, denn wenn wir hier irgendwas darstellen wollen auf der linken Seite, dann wird es auch dargestellt, also das wird links davon dargestellt, während... ich mache hier gerade mal noch ein bisschen mehr Text rein. Ich kopiere das einfach mal und so. Also mit Float sieht das Ganze so aus. Hier wird abgeschnitten und es wird in der nächsten Zeile unten drunter weitergemacht. Aber wenn wir jetzt Position absolut eingeben, so wie wir das schon öfters hatten hier jetzt, Position absolut, dann fließt es erstmal nicht nach da, aber dann wird der Text einfach überdeckt. Das ist sozusagen der Unterschied. Das heißt, ich kann so bestimmen, mit Position absolut habe ich wirklich mehrere Ebenen, mit Float umfließe ich dann meine Ebenen. Okay, kennt ihr vielleicht auch aus Word das Ganze. Alles klar, dann war es das mal wieder für heute und ja, spielt einfach ein bisschen dran rum und viel Spaß dabei. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.